Prinz William hat harte Worte gefunden. Er äußert sich darüber, dass Lady Diana von ihrem Heimatland enttäuscht wäre. Der Royal setzt sich erneut für einen guten Zweck ein und wird am 17. März in einem Charity-Special der Organisation Comic Relief in der BBC zu sehen sein. Ziel ist es, auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen und Lösungen zu finden, um obdachlosen Menschen zu helfen. Dazu traf sich Prinz William mit Norshin und Miles von der Organisation Groundswell, um persönliche Erfahrungen auszutauschen und über schädliche Vorurteile zu diskutieren. Einen Vorabclip veröffentlichte die Daily Mail. Darin drückte Prinz William seine Enttäuschung darüber aus, dass sich seit dem Engagement seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana im Kampf gegen Obdachlosigkeit nicht viel getan habe. William erklärte, dass seine Mutter ihn schon früh an das Thema herangeführt habe und er sehr froh darüber sei. Er sei sich sicher, dass Diana enttäuscht wäre, dass nicht mehr Fortschritte erzielt worden seien. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Prinz William für Obdachlose einsetzt. Im vergangenen Juni verkaufte er unangekündigt die Straßenzeitung The Big Issue in London und trug dabei die charakteristische rote Weste und Mütze, die Obdachlose als offizielle Verkäufer ausweisen. Später erschien er auf der Titelseite der neuen Ausgabe und lobte in einem Artikel die Arbeit seiner Mutter in diesem Bereich. Das Charity Special wird am Abend des 17. März auf BBC One ausgestrahlt und soll auf das Problem der Obdachlosigkeit aufmerksam machen und mögliche Lösungen aufzeigen. Prinz William setzt sich seit Jahren für dieses Thema ein und möchte auch in Zukunft daran arbeiten, das Leben obdachloser Menschen zu verbessern.